Hallo und guten Tag zu einem weiteren Video von und mit Marvin Metalwork. Ich werde mich in diesem Video mit dem Material Edelstahl bzw. Chrom-Nickel-Stahl, also einem nicht rostenden Stahl, befassen, sodass ich also zum Schluss in der Lage bin, mir ein absolut total tolles Picobello-Treppengeländer herzustellen. Denn das ist ein Projekt, das habe ich in dieser Größe noch nicht gebaut. Eine große Rolle wird natürlich dieser Schweißtisch hier in diesem Video spielen, den ich natürlich für jegliche Schweißarbeiten verwenden werde. Und weil ich mich schon ein wenig vorbereitet habe, möchte ich zunächst einige kleine Schweißhilfen und andere Dinge vorstellen, die ich ganz speziell zur Verarbeitung von Chrom-Nickel-Stahl hergestellt habe. Da ich den Werkstoff V2A bzw. Chrom-Nickel-Stahl während des Schweißens und Verarbeitens hier auf meinem Schweißtisch richtig fest verspannen möchte, habe ich mir halt diese Winkelprofile hier hergestellt, die ebenfalls aus Chrom-Nickel-Stahl bestehen, sodass also eine physikalische Trennung zwischen meinem Werkstoff, meinem Werkstück und meinem Schweißtisch besteht, damit also bei der Verarbeitung dieses Materials sich nicht irgendwelche Stahlpartikel in die Oberfläche des Chrom-Nickel-Stahls einreiben und dann später zu Roststellen führen würden. Und natürlich die Winkelprofile habe ich deshalb, weil alles das, was ich verarbeiten werde, selbstverständlich Rundrohre sein werden. Und die brauchen natürlich dann so einen Winkel, damit sie richtig fest aufliegen und auch dann entsprechend verspannt werden können. Ich habe erstmal 10 solche Winkel hergestellt. Ich hoffe, dass ich damit das Gröbste erstmal erschlagen kann. Hier sieht man jetzt alle 10 Winkel, die ich hergestellt habe. Die Schenkellänge beträgt 50 mm, die Materialstärke 5 mm und die Gesamtlänge dieser Winkelprofile beträgt 80 mm. Die Grundplatte ist ein wenig dicker, die ist 8 mm stark. Weiterhin habe ich mir noch diverse Verschraubungen hergestellt, die ich mit diesem Tisch hier in Verbindung bringen kann. Das sind also so Nutensteine, die ich dann von unten einführen kann und von oben dann halt hier mit diesen Schraubgewinden etwas verschrauben kann und verspannen kann. Also hierbei handelt es sich auch um Chrom-Nickel-Stahl, sowohl die Gewindestange als auch oben die Schraube und die Unterlichtscheibe. Das ist alles Niro. Auch die etwas längeren, auch alles V2A bzw. Chrom-Nickel-Stahl. Und dieses kleine zarte Teil, da kann man ein eigenes Video von drehen, werde ich dann auch noch ausführlich vorstellen. Hier zeige ich nochmal alle Teile aus nächster Nähe. Zunächst die Winkel, die aus Niro gefertigt sind. Dann im Anschluss die Nutensteine, die in dem Tisch von unten dann die Halterung bilden, beziehungsweise oben auch mit Niro-Schrauben versehen sind. Dann etwas längere Schrauben für etwas dickere Gegenstände. Und zum Schluss so ein kleines, zartes Böckchen, der auch sehr, sehr, sehr fest auf dem Schweißtisch verschraubt werden kann und dann Tätigkeiten übernimmt, die man eigentlich sonst von Hand nicht halten kann. So, liebe Bastelfreunde. Jetzt geht es natürlich irgendwie ans Eingemachte. Was wollen wir überhaupt für ein Material verarbeiten? Im Volksmund wird das Edelstahl genannt. Edelstahl ist aber jetzt nicht der richtige technische Begriff. Dieses Material hat eine sogenannte Werkstoffnummer. Das ist die 1.4301. Und sie hat auch im technischen Sinne einen Kurznamen. Das ist X5 wie hochlegierter Stahl. CRNI wie Chrom-Nickel-Stahl und in einer Legierung von etwa 18% Chrom und 10% Nickel. Das zusammen ergibt im Volksmund das Wort Edelstahl oder V2A oder Niro. Ich möchte jetzt hier keine wissenschaftliche Arbeit draus machen, also auf gar keinen Fall, nur an einer Stelle in meinem Video möchte ich das einfach mal erwähnt haben. Egal, was ich in der Folge des weiteren Videos sage, beziehungsweise dieses Material bezeichne.
Ich habe jetzt für mich nach einer Alternative gesucht, wie ich möglichst grobe und vor allen Dingen kostenspielige Fehler vermeide. Und da habe ich mir zunächst erstmal ein paar Teile bestellt, die in meinem Geländer, was ich ja dann bauen möchte, auf jeden Fall Verwendung finden. Das ist zum einen erstmal hier diese Grundplatten. Diese Grundplatten gibt es als fertige Ronde zu kaufen. Und das wird dann praktisch hier drauf geschweißt. Im weiteren Verlauf eines Pfostens wird dann dieser Stopfen hier zum Tragen kommen. Der wird dann hier oben irgendwo reingesteckt. Ich werde diesen Stopfen auch rundherum verschweißen, sodass das dann am Ende so aussieht, als wäre das aus einem Guss gefertigt. Des Weiteren kommt hier oben dann ein 12 mm Vollmaterial hinein, worauf dann der eigentliche Handlauf geschweißt wird. Auch dieses 12 mm Vollmaterial werde ich rundherum verschweißen, sodass es auch hier den Eindruck vermittelt, als sei das ein ganzes volles Teil. Ich habe schon bei diversen Geländern gesehen, dass das alles nur gepunktet wurde. Auch diese Stopfen hier viermal rundherum gepunktet wurde. Es besteht für mich gar kein Zweifel, dass das nicht hält. Aber ich möchte halt, dass sich da nicht irgendwie Dreck reinsetzt und dann dieser Spalt, der ja nun doch weiterhin noch besteht, sich dann mit Dreck zusetzt und möglicherweise da, weil das Material halt sehr dicht aufeinander gepresst ist, dann möglicherweise kleine Roststellen entstehen. Also ich möchte es wirklich höchster Schwierigkeitsgrad einmal rundum verschweißen, genauso hier oben auch. Dann gibt es dieses Teil hier. Und das habe ich zum Beispiel überhaupt noch nicht verarbeitet. Das ist eigentlich auch relativ übersichtlich. Dieses Teil führt zum einen um die Ecke. Ja. So, es kommt dann hier oben drauf. Und es führt dann einmal hier entlang und einmal da entlang. So, da entstehen natürlich jetzt auch insgesamt drei absolut runde Schweißstellen, die ich so in dieser Form auch noch nicht verschweißt habe. Also ich muss das regelrecht üben. Des Weiteren muss ich auch üben, wie ich überhaupt mit dem ganzen Material hier auf meinem Schweißtisch umgehe. Ich habe mir, wie schon anfangs erwähnt, diese Teile hier gebaut, damit ich also die Werkstücke physikalisch von meinem Schweißtisch trennen kann, damit da keine Rostgefahr dann für das Edelstahl besteht. Des Weiteren habe ich mir hier diverse Aluminiumblöcke hergestellt, also das ist nichts anderes. Ich habe mir im Internet Aluminiumschrott bestellt und habe mir dann diese Blöcke hier ausgeschnitten. Ich habe noch viel, viel, viel mehr davon und halt auch kleinere Platten, damit ich, falls ich jetzt mit diesen Teilen hier nicht irgendwie hinkomme, immer noch Materialien habe, wo ich dann das Edelstahl drauflegen kann, festspannen kann, verzurren kann, in Form bringen kann, fixieren kann. Ich weiß gar nicht so richtig, was auf mich zukommt. Also in der Vergangenheit habe ich schon das ein oder andere mit Edelstahl hergestellt. Dazu gehören diverse Handläufe, das habe ich schon gemacht. Ich habe auch, das kann ich jetzt eigentlich auch mal zeigen, diese Satiniermaschine, die ich auch in diesem Video sicherlich brauchen werde, wenn ich dann in der Endverarbeitung von Edelstahl bin. Diesen ganzen Aufbau hier, diesen Griff, dieses Schutzblech und diese gesamte Halterung hier ist auch komplett aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Das habe ich gebogen, das habe ich geschweißt, das habe ich angepasst. Da habe ich Gewinde reingeschnitten und, und. Ich zeige diese Maschine mal von nahem. Zum Beispiel habe ich mir hier, was man hier sieht, dieses Anbauteil an dieser Maschine ist komplett aus Edelstahl gefertigt. Halt diese Halterung hier, wo die Maschine drin sitzt, oben der Griff, dieses Schutzblech und dass das auch alles genauso passt und auch vom Winkel her und auch von der Handhabung her. Das macht einen absolut soliden Eindruck.
Bei der Maschine handelt es sich eigentlich um eine Lackpoliermaschine, die aus dem Kraftfahrzeugbereich kommt. Der Hersteller ist Einhell. Die Maschine an sich ist eher günstig. Die kriegt man also schon wirklich für, naja, kleines Geld. Das Besondere an dieser Maschine ist, dass sie ganz entgegen den normalen Winkelschleifern hier vorne im Getriebe eine völlig andere Untersetzung hat. Diese Maschine hat eine maximale Höchstdrehzahl von 3000 Umdrehungen und das bei 1400 Watt Motorleistung. Das bedeutet, dass also hier an der Satinierrolle ein ganz vernünftiger Drehmoment entsteht, der also für die Oberflächenbehandlung von Edelstahl sehr vorteilhaft ist. Ich habe mit dieser Maschine, die kommt schon in anderen Videos, die ich gemacht habe, auch vor, meinen Schweißwagen bearbeitet, den ich noch später vorstellen werde, sowie auch hier Teile von meinem Schweißtisch, an dem ich jetzt gerade stehe. So, das ist jetzt schon fast ein Blick hinter die Kulissen. Das ist also zum Beispiel einer der Kameras, mit denen ich dieses Video hier filme. Dieses Teil hier ist eigentlich nur aus Resten und Schrott entstanden. Das hat also nichts weiter mit dem zu tun, was ich eigentlich hier als Inhalt dieses Videos darstellen wollte. Nur das Besondere an dem Teil ist, dass also der größte Teil, und damit ist hier unten der Körper gemeint und auch dieser Rahmen hier, das ist also alles normal C-Stahl, was ich mit dieser Maschine auch bearbeitet habe. Und wenn man jetzt mal genau hinschaut, stellt man fest, ich nehme das hier mal ab, das Teil, hier oben dieser Griff, der ist also aus nicht rostendem Stahl, sprich aus Edelstahl gefertigt. Und so ist ungefähr das Zusammenspiel zwischen Edelstahl und oberflächenlackierten C-Stahl. Ich gehe da nochmal näher ran, damit man das besser sehen kann. So, ich glaube, man kann das jetzt eigentlich nochmal ganz gut erkennen. Es hängt also wirklich sehr, sehr, sehr dicht zusammen. Wenn man also oberflächenpolierten C-Stahl und Edelstahl zusammenbringt, gibt es einen leichten Farbunterschied. Natürlich sind das auch zwei völlig verschiedene Materialien. Aber so gesehen, aufs Erste passt es recht gut zusammen. Damit ich jetzt ein wenig Sicherheit in der Verarbeitung dieser Materialien erlange, werde ich mir sozusagen ein kleines Modell bauen, wo also diese ganzen Schwierigkeitsgrade dann auch vorkommen, wo also dieses dreidimensionale Stück hier verarbeitet wird, wo Bögen verarbeitet werden, wo Endstopfen verarbeitet werden, beziehungsweise diese Stopfen hier, wo dann die 12 mm Vollteile reinkommen, um den Handlauf dann oben zu halten. Des Weiteren werde ich dann auch sehen, wie ich so hinkomme hier mit meinen Schweißhilfen, wo ich dann die Rohre drin verspannen kann, beziehungsweise hier Trennungen zwischen Stahl und, also C-Stahl und dem hochlegierten Stahl. Und vielleicht kann ich damit auch noch irgendwo hier und da ein bisschen Wärme aus dem Bauteil nehmen, weil Aluminium ist ja auch relativ gut leitfähig. Und eventuell kann man damit dann auch noch positive Aspekte erreichen. Tja, dann werde ich mich jetzt mal vorbereiten, um so ein kleines Anschauungsteil herzustellen. Für das kleine Modell, was ich mir bauen möchte, säge ich mir jetzt zunächst erstmal drei kleine Pfosten zu. Jeder Pfosten ist 300 mm lang. Und dafür verwende ich Edelstahl mit einem Durchmesser von 42,4 mm und einer Bandstärke von 2 mm. Halt das typische Geländerrohr, was man überall sieht. Diese Säge, die ich da verwende, das ist meine Säge vom Hersteller Metallkraft. Es ist die MBS 150. Die 150 steht für maximale Schnittbreite bei einem Rundprofil von 150 mm. Also ganz hervorstechend tut bei dieser Säge wirklich der Motor, das Getriebe und die Stabilität. Also ich fange fast an zu schwärmen.
Dann säge ich noch 12 mm Vollmaterial zu. Dieses länge ich auf 68 mm ab. Dann bleiben 50 mm oben aus dem Stopfen stehen, worauf dann wiederum der Handlauf aufgeschweißt werden kann. Zum Zusägen verwende ich den Längenanschlag der Säge. So wird jedes Teil wie das andere. Hier ist mein Schweißgerät. Das ist eigentlich ständig auf diesem Schweißwagen. Wie ich diesen Schweißwagen gebaut habe, da gibt es auch ein Video. Viele fragen sich, warum dieses Schweißgerät so wahnsinnig steil in diesen Schweißwagen eingesetzt ist. Das ist eigentlich ganz schnell erklärt. Hier vorne ist das Bedienfeld und bei dem Schweißgerät, das ist eine NTF SuperTIC 200 Di mit 200 Ampere. Diese Maschine kann Gleichstrom und Wechselstrom schweißen. Das heißt, die Palette ist unheimlich breit, was man mit diesem Gerät machen kann. Das reicht von C-Stahl über Edelstahl bis hin zu Aluminium, Kupfer. Man kann damit hart löten und. Und das auch noch mit einer Pulsfunktion. Und dafür gibt es natürlich auch diverse Einstellungen, die sich hier auf diesem Bedienpanel befinden. Und wenn ich mich jetzt da so vorstelle, dann guckt mich dieses Bedienpanel direkt an. Und genau das ist der Grund, warum diese Maschine so schräg in diesen Wagen eingebaut ist. Das Gleiche gilt auch, wenn ich im Sitzen schweißen kann. Das ist natürlich die bequemste Situation, finde ich immer gut. Auch dann kann ich also ständig auf dieses Bedienpedal hier gucken und kann also permanent dort Einstellungen vornehmen. Weil halt der Funktionsumfang dieses Schweißgerätes so unheimlich groß ist, nimmt man natürlich auch eine ganze Menge Einstellungen wahr. Nur alleine, um überhaupt diese Schweißrampe, die hier abgebildet ist, ich werde das gleich in der Großaufnahme zeigen, halt permanent zu justieren, einzustellen und auch zu verbessern, um damit den optimalsten Schweißprozess zu machen. Tja, das war's schon. So, zum Schweißen muss man natürlich auch zunächst erstmal das Schweißgerät rüsten. Ich werde hier eine 2,4 mm pinke Wolframelektrode nehmen, die dazugehörige Spannhülse. Und damit ich beim Schweißen besser gucken kann, werde ich eine 8er Glasdüse nehmen. Den Brenner werde ich gleich aus nächster Nähe noch einmal vorführen, den ich dafür verwende. Zunächst erstmal werde ich hier diese Elektrode, diese Wolfram-Elektrode, eine pinke ist das, erstmal schön anschleifen. Hier mit meiner Anschleifhilfe, das werde ich auch gleich filmen. Zum Anschleifen habe ich diese Anschleifhilfe verwendet. Hier vorne passt dann die 2,4 mm Elektrode rein. Hier ist dann so eine kleine Spannhülse und für die anderen Größen ist hier hinten drin im Deckel nochmal 1,6 und 3,2 mm. Da finde ich eigentlich ganz praktisch, dass man das hier hinten im Deckel verstauen kann. Und dass das dann auch immer dabei ist. Und was ich ganz besonders gut finde, ist, hier ist so ein Ring. Und ich kann also die Schleifhilfe um diesen Ring herum drehen. Also so muss ich also nicht nachgreifen, sondern ich muss nur hier oben drehen. Und dann passt das. Ich finde das Ding genial. Ich verwende in Verbindung mit meinem Schweißgerät hier diesen Brenner. Das ist ein SR17F. Mit einem flexiblen Kopf, daher auch F. Man kann ihn also in verschiedene Richtungen drehen und dann bleibt er auch so stehen, wie man ihn dreht. Es handelt sich um einen ganz leichten Brenner, der auch sehr klein ist. Also ich denke mal, damit kann man gut bis 120 Ampere arbeiten. Für schwerere, also Arbeiten, wo ich mehr als 120 Ampere benötige, nehme ich dann natürlich noch einen anderen Brenner, den ich dann noch im Verlauf dieses Videos vorstellen werde. Jetzt werfen wir erstmal einen kurzen Blick auf mein Schweißgerät, was ich da für Einstellungen vornehme.
So, dann schaue ich mal, wie das Gerät momentan eingestellt ist. Also ich habe eine Vorströmzeit des Gases von 0,5 Sekunden. Dann wird mit 20 Ampere die Rampe hochgefahren. In 0,5 Sekunden sind dann 120 Ampere erreicht. Runterfahren 1,5 Sekunden bei 20 Ampere und einer Nachströmzeit von 3 Sekunden. Der Puls ist ausgeschaltet und hier oben ist Gleichstrom eingeschaltet. Ja, eigentlich eine hervorragende Einstellung. Damit können wir denn schon mal beginnen. Nachdem nun alle Vorbereitungen getroffen sind, fange ich natürlich auch an zu schweißen. Hier seht ihr mich in meiner persönlichen Schutzausstattung. Vor mir liegt dieser kleine Stopfen mit dem 12 mm Vollmaterial. Und dieses Schweißstück habe ich auf eine Aluminiumplatte gestellt, sodass also eine physikalische Trennung zum Schweißtisch erfolgt ist. Und als Schweißzusatz nehme ich natürlich auch Edelstahl 1.4301 und zwar in einer Stärke von 1,2 mm, damit die Naht möglichst schön dünn und fein wird. Das würden jetzt aber die folgenden Einstellungen zeigen. Ich habe mir richtig Mühe gegeben, mal den Schweißprozess aus nächster Nähe zu filmen. So sieht das fertige Schweißstück aus, mit Anlauffarben und allem drum und dran völlig unbehandelt. So, liebe Bastelfreunde, damit ist der erste Teil schon wieder vorüber. Wir haben eine ganze Menge gemacht. Ich habe einige Teile vorbereitet, ich habe sie gesägt, ich habe sie auch geschweißt. Im nächsten Teil geht es dann mit Riesenschritten weiter, sodass wir die Pfosten fertigstellen und mal sehen, wie weit wir kommen. Ich versuche, während ich das so alles baue, einiges nebenbei auch immer zu erklären. Zum Beispiel, was noch fehlt, ist hier so mein kleiner Behälter für die winzig kleinen Reste von Schweißzusatz. Das ist ein Aluminiumteil, das ist auch geschweißt. Wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr Kritik an mir habt, wie ich hier meine Dinge angehe, dann könnt ihr das natürlich in den Kommentaren auch schreiben. Ich persönlich freue mich jedoch tierisch auf den nächsten Teil. In diesem Sinne, Marvin Metalwork.